Hallo ihr Schätze, keine leichten Zeiten, definitiv für uns alle. Niemand weiß so recht, wo es lang geht, wie es weitergeht. Aber ich bitte euch doch umso wichtiger, dass man sich in den Bereichen, wo man es definitiv kann, das Wichtigste überhaupt verschafft, Spielraum. Körperlich wohnt der zweifelsohne hier in euren Kniegelenken. Wenn ihr die mittig, spielraumfähig einstellt, könnt ihr im Ganzen viel, viel schonender mit euch umgehen und vermeidet um vieles leichter den dringend notwendigen nächsten Arzttermin, geschweige den OP-Termin. Wer will den haben in diesen Zeiten? Dann gucken wir doch mal, ob wir an diesen Spielraum hier und jetzt nicht für euch rankommen, was eigentlich total einfach geht. Ja, ich weiß schon, was sie meint. Ich soll meine Beine nicht mehr durchstrecken, ich soll sie beugen. Ja, ups, dann hätten wir uns ein bisschen missverstanden. Ich erkläre das gerne so. Leute, strecken ist ein Tun, beugen ist ein Tun. Und ihr wollt es doch nicht ernsthaft so durch euren Alltag laufen. Wir brauchen das Ding dazwischen, das nichts tut und dem Körper die Gelegenheit gibt, sich wirklich da einzupendeln, wo er den Schmerz eben nicht kennt. Und dafür gibt es was ganz, ganz Einfaches auszuprobieren. Macht mal bitte Folgendes. Streckt mal eure Knie bitte ganz, ganz durch. Und jetzt beugt sie so weit wie jedem Einzelnen, gerade recht mühelos möglich. Dann streckt sie wieder, dann beugt sie wieder. Und jetzt denkt an ein Pendel, das so langsam auspendelt und nehmt bitte von jedem Strecken und jedem Beugen jedes Mal so ein bisschen was weg, bis ihr selber gar nicht mehr sagen könnt, strecke ich jetzt eigentlich gerade oder beuge ich, weil es so klein geworden ist. Und genau dann werdet ihr euch in so einem Bereich befinden, der sehr, sehr komisch, weil ungewohnt ist. Und wenn ihr jetzt hinlangt an eure Knie, werdet ihr merken, ups, obwohl ich draufstehe, kann ich ja gegendrücken, da geht ja was. Und genau darum geht's. Das ist die echte Mittelposition der Kniegelenke. Das ist die Position, wo Oberschenkel, Unterschenkel wirklich ideal aufeinandertreffen und eben nicht Knochen auf Knochen, sondern Abstand spielt zusammen mit Abstand. Komm, wir machen es noch einmal, oder? Strecken, beugen, strecken, beugen. Die Füße bitte so schmal wie möglich zusammenführen, die Knie etwas weiter auseinander. Weniger beugen, weniger strecken, weniger, 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 immer noch weniger. Wow, bis dieser komische Zustand kommt, den ihr aber bitte nicht haltet. Ja, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Nein, den ihr bitte einfach zulasst und einfach nur fühlt. Und wenn ihr daraus hier und jetzt dann gleich schon mal probiert, den ersten Schritt zu machen, ohne diese Weichheit direkt wieder wegzustemmen, läuft.